Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Final Fantasy 16. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich Dankeschön erstmal für eure Unterstützung bis hierhin. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nochmal kurz hier die zweite Plus-Mission an und dann gehen wir auf die Reise und werden die abschließen. Und dann schauen wir danach, was abgeht. Ja, also, ihr wisst Bescheid. Das ist der Plan erstmal. Bist du hier, um nach den Nixenkelchen aus Rosaria zu sehen? Eigentlich nicht. Aber wachsen sie denn gut? Mittelmäßig. Aus den Samen sind tatsächlich neue Blumen gewachsen. Leider blühen sie nur spärlich. Das liegt sicher am unfruchtbaren Boden. Allerdings glaube ich, eine Lösung dafür gefunden zu haben. Von der du mir sicher erzählen willst. Ich muss nur den richtigen Dünger produzieren, und zwar aus Morbols. Ich weiß. Lass mich ausreden. Morbols haben einen schlechten Ruf, zu Recht. Sie sind garstige Kreaturen. Aber sie sind auch wahre Überlebenskünstler, die Äther aus der Umgebung absorbieren und in Nährstoffe umwandeln können. Wenn es mir gelingt, diese Nährstoffe zu extrahieren, könnte ich einen Dünger gewinnen, der den Blumen den nötigen Energieschub gibt, um zu gedeihen. Ich garantiere dir, das wird ein Erfolg. Ich brauche nur eine einzige Morbol-Ranke. Du brauchst also nur eine einzige Ranke? Eines gewöhnlichen Morbols. Ganz genau, eine Ranke. Was den Morbol angeht, ich fürchte, da wird ein ganz gewöhnlicher leider nicht reichen. Es geht mir um ein ganz besonderes Exemplar. Es lebt angeblich in den Sümpfen von Rosaria. Es sollte nicht lange dauern, ihn zu finden. Ich habe nämlich gerade erst einen Anschlag dazu am Jagdbrett gesehen. So ein Zufall. Nicht wahr? Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Schließlich haben wir beide viel zu tun. Wo ist denn meine Gießkanne? Okay, dann würde ich sagen, machen wir das doch eben mal, oder? Jo. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Und schauen noch mal. Es ist immer noch ultra, ultra warm. Und meine Nase ist leider wieder richtig, richtig zu wegen Scheißallergie. Aber naja, gut, Freunde. Wir ziehen es weiterhin durch. Und wenn ihr weiterhin Bock habt, das zu unterstützen, gerne eine Bewertung da lassen, Freunde. Und gerne auch die Videobeschreibung abchecken. Fürs Gewinnspiel, fürs Kostenlose, jeden Monat. Ihr wisst Bescheid. Weil wer weiß, vielleicht kommt dieses Video schon im Juli oder so. Das ist keine Ahnung, ich habe jetzt über 50 Parts aufgenommen. Deswegen, keine Ahnung. So, okay. Schauen wir doch mal. Übersichtung von Morbols. Das schaltet ja so wieder automatisch weiter, oder? Oder? Oder wie war das hier? Nee, okay, ich lese vor. Wartet aber kurz. So, erstmal Nase putzen. Keine 5 Minuten im Part, schon läuft die Nase bis irgendwie nicht mehr. Also, stimmt es, dass dein Bruder keine Möhren mag, Kupo? Na, kein Wunder, wenn die Möhren in Rosaria alle so aussehen wie das Ungetüm hier am Brett, Kupo. Den müssen wir platt machen. Den hier? Karotte? Tatsächlich. Das murmelnde Moor in Rosaria. Ja, wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Warum kannst du das nicht markieren? Man weiß es nicht so genau. Naja, auf jeden Fall habe ich auch in der Zwischenzeit, ihr seht es schon am Brett gerade, beziehungsweise bei ihr. Warte mal, das Glück des Schmieds, das können wir eigentlich auch machen. Finde mit Hilfe des... Aber warum wird das hier noch markiert? Boah, jetzt ist halt die Frage, wo müssen wir denn hin jetzt? Das murmelnde Moor. Das murmelnde Moor. Bei mir ist so warm, Alter. Es ist so ekelhaft. Ach, da. Okay. Okay, machen wir die beiden Missionen und dann gehen wir bei ihr und ihr auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch nochmal unsere Belohnung abholen. Weil wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich auf jeden Fall noch ein paar Missionen gemacht. Eine habe ich noch offen. Aktuell. So, warte mal. Da einfach rein, okay.
Das war ja ein normaler Gegner. Ah, ja, ja, das ist der war normal. Bring dich in Sicherheit. Ist er süß, ja. Es musste ja ein besonderer Morbo sein. Also gut. Das habe ich gebraucht. Ups. Ich war schon wieder auf Tränke. Oh, ich kotze. Let's go! Sie gehören dir! Feuerflatter! Super Saiyan Modus! Let's go, let's go, let's go! Jetzt, Torgan! Sie gehören dir! Oh shit! Stelle ich mal ein bisschen mehr Schaden vor, ehrlich gesagt, bei dem Scheiß-Move. Steh doch auf, ey! Let's go! Karotte! Friss das, ey! Ach so, die Attacke, die geht nur in einem gewissen Radius, der aber bestimmt wird, wo ich selber stehe. Okay, ich verstehe jetzt. Mein Gott, Alter. Mit dem ganzen Schleim hier, sehr gut. Boah, Junge, meine Nase, Alter, die nervt so krass. Aber die Leute, die von euch auch Allergien haben, die fühlen gerade mit mir wahrscheinlich. Ihr seid gegrüßt. Morbul, Ranke und Blume. Das war definitiv kein gewöhnlicher. Ich kann diese Ranke gar nicht früh genug loswerden. Ja. Alles das gut. Das hab ich gebraucht. So, okay. Jetzt checken wir mal das andere nochmal ab hier. Hier. Genau. Dass wir das auch nochmal abhaken. Und dann haben wir die beiden Plus-Missionen. Steht da schon. Rausgeflogen?
Nein, dieser Witzbold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle. Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf. Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft? Schledorn? Lange nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel, und jetzt lass uns durch. Na gut. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun, verstanden? Ich schlag nicht zuerst zu, versprochen. Reicht dir das? Na dann, bitte. Herzlichen Dank. Das ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Hey, machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln. Bitte, Clive. Schon gut. Ich tue mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Soltan, Junge. So hieß doch der kleine Zwergenbruder von Geralt in Witcher. Warte mal, was hat der denn Neues jetzt? Was darf es denn sein? Achso, warte mal. Achso, wahrscheinlich haben die speziellen Händler auch spezielle Noten, oder was? Braucht man das für eine Trophäe? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme die mal einfach mal mit. Scheiße. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit der Kohle machen soll. Da ist auch noch eine Kiste. Das wäre natürlich doof, wenn... das wäre natürlich doof, wenn es da eine Trophäe gibt und ich bin bei tausenden Händlern vorbeigelatscht. Und hab die ganzen Songs nicht mitgenommen, aber naja, egal. Können wir denn gar nichts tun? Können wir denn gar nichts tun? Das werden sie mir auf den Grabstein schreiben. Der Mann, der die Schmiede seines Urgroßvaters aufgibt. Oh Mann, ey. Das ist deprimierend. Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen! Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sage ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt! Das können wir vergessen! Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht! Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut.
Ich gehe. Sultan muss irgendetwas tun. Mama, warum ist Papa noch nicht zurück? Er hilft ihm doch. Ja, was willst du da deinem Kind antworten, ne? Wenn wir zum Rennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Lass mich raten. Sultan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Sultan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Sultan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Sultan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sids Blasebalg mit der Welt zu teilen. Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledorn. Sids Erfindungen waren für uns gedacht, damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valestheas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst... Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Soll ich die Pläne holen gehen? Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Na, dann gehe ich mal auf die Jagd. Okay, Schledorn, mein Bester, das werde ich dann machen. Ja, okay. Komm her! Auf geht's! Lauf wie der Wind! Falsche Richtung! So. Boah, meine Nase, ey. So nervtötend, ne? So nervtötend alles. So.
So, dich lassen wir in Ruhe. Willst du nicht unbedingt sterben oder willst du es doch? Ja, der ist auch. Das ist auch nur ein normaler. Ich weiß gar nicht, hier ist bestimmt. In der Wüste ist bestimmt. Oder in diesem Gebiet ist bestimmt nochmal irgendwie so ein Spezialmonster offen noch. Weil mir einige habe ich auf jeden Fall noch offen. Da wird es bestimmt eine Trophäe geben. Obwohl ich habe schon eine bekommen für 10 Monster. Für 10 Monster kriegst du auf jeden Fall schon eine Trophäe. Aber ich weiß nicht, wie das ist, ob du für eine weitere denn alle platt machen musst oder so. Da ist ja unser Blasebalg. Ruh dich aus. Let's go. Auf da! Ja, wenn wir das gut machen, reicht das vielleicht sogar schon. Komm, komm, komm. Okay, ich dachte, wir wären ein bisschen länger betäubt. Ja, ja, gut. Salamander. Das sollte sogar genug Haut für mehrere sein. Okay, direkt Schnellreise. Ich weiß, ey, wir haben so viel Magiepunkte. Ich habe gerade überlegt, was soll ich denn damit machen, aber wir kriegen ja bestimmt noch. Wir kriegen ja noch ein paar andere Zauber, wa? Ich glaube, ich spare noch mal. Worum geht's denn überhaupt? Weiß nicht genau. Wohl um. Hast du die Salamanderhaut? Genau wie bestellt. Das reicht locker. Na dann machen wir uns mal ans Werk. Wenn alle mit anpacken, sind wir im Nu fertig. Ich glaub's einfach nicht. Das Ding funktioniert tatsächlich. Das Feuer ist heiß genug und das ganz ohne einen einzigen Kristall. Du weißt, was das bedeutet, oder? Klar weiß ich das. Der Wurst ist gerettet. Ich muss mich entschuldigen. Und ich nehme alles zurück. Was ihr uns da gebaut habt, ist ein verdammtes Wunder. Ihr habt das Dorf gerettet. Du solltest Schledorn danken. Er hat alles organisiert. Gib ihm bitte das hier von mir. Was ist das? Spezialkohle. Ich habe jahrelang versucht, das Beste aus unseren Essen herauszuholen. Das Zeug ist das Ergebnis. Mit dieser Kohle brennt das Feuer viel heißer und länger. Und der Stahl wird besser denn je. Unser Geheimnis gegen eures. Zum Dank. Ich war immer neidisch auf Schledorn. Seit ich Vorsteher geworden bin, versuche ich alles, um Schledorn eines Tages ebenbürtig zu sein. Aber auch noch so viele schlaflose Nächte am Amboss werden mir da nicht helfen. Er ist ein Genie. Ohne Zweifel. Das Dorf hätte ihn gebraucht. Trotzdem ist er einfach auf und davon. Talentiert und frei. Wie könnte ich ihn da nicht hassen? Du solltest ihm die Kohle selbst geben. Dafür müsste ich ihm erst verzeihen. Und das wird nicht passieren. Tja, wie sagt man? Oriflamm wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Sowas braucht Zeit. Vor allem, wenn es um zwei so alte Sturköpfe wie die beiden geht.
Viel wichtiger ist aber, Schledorn hat wieder dieses Leuchten in seinen Augen. Mir persönlich reicht das schon. Ja, mir auch. Wahrscheinlich braucht er hier aber noch eine Weile. Also geh doch schon mal vor. Ich sorg dafür, dass er heil nach Hause kommt. Du aber auch bitte. Die Kohle können wir ihm ja später geben. Alles klar. Dann wird's eine schöne Überraschung. Okay. Beides jetzt im Versteck. Alles klar, gut. Also, gehen wir die Mission ab. Und dann gucken wir mal weiter, wa? So. Okay. Erstmal zu Schledorn. Da seid ihr ja. Und beide noch heil, wie ich sehe. Ja, wir wollten nicht zu lange bleiben. Aber das ganze Dorf hat sich den neuen Blasebalg angesehen. Genauer gesagt, alle bis auf Soltan. Der hat sich nicht blicken lassen. Ah, da fällt mir ein. Ich habe etwas für dich. Ist das Kohle? Woher hast du die? Und er wollte wirklich, dass ich sie bekomme? Wollte er. Ich vermute, er möchte sich mit dir versöhnen. Kaum zu glauben. Aber du weißt, ich würde euch niemals im Stich lassen. Jeden Tag, an dem ihr da draußen meine Schwerter schwingt und meine Rüstungen tragt, vertraut ihr mir eure Leben an. Es gibt keine größere Ehre für einen Schmied. Ich werde sicher nicht bei Soltan um Vergebung betteln, aber seine Kohle werde ich gut zu nutzen wissen. Und wenn ich damit auch nur ein Leben retten kann, dann bin ich ihm dankbar. Wie hat er mich genannt? Hä? Ein Genie? Und er hat wegen mir schlaflose Nächte gehabt? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Schön, dass du wieder ganz der Alte bist. Ich weiß nicht, wie ihr zwei es mit mir aushaltet. Aber ich bin froh, dass ihr es tut. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte Soltan zeigen, wer hier die Nummer 1 ist. Und dabei sind die beiden sich so ähnlich. Sture Böcke. Ein bisschen Konkurrenz wird ihm guttun. Das stimmt, aber wirklich schade, dass sie sich nicht versöhnen konnten. Naja, es ist, wie es ist. Typisch Schledorn, aber er ist wieder er selbst. Das ist die Hauptsache. Gut. Okay. Ouroboros-Bauplan. Yes, zeig mal her direkt. Zeig mal direkt her hier. Ist was kaputt? Und was darf sein? Okay. Wo ist denn das? Ach, hier. Ach, da fehlt mir einfach alles. Da fehlt mir alles, Junge, das ist ja. Mit die Ohrfeder, Steinzunge. Okay, gut. Alles klar. Na gut. Was das? Gut. Junge, ich habe so viele Missionen für dich gemacht. Sei mal ein bisschen freundlicher. Ich direkt wieder ausrasten, ey, Junge. Und ich schwitze, alter Mann. Das ist so ekelhaft, Mann. Diese Hitze, Bruder, bitte hoch. Es ist so warm. Da jetzt mal rein. Einfach den Kopf reinhalten, ne? Ja. Ist ja abkühlen hier. Ah, Sid, mir ist nicht entgangen, dass sich etwas in deiner Tasche höchst verdächtig windet. Hier. Die ist jetzt dein Problem. Welch phänomenales Exemplar. Das Fleisch pulsiert vor lauter Lebenskraft. Denk nur, wie wirksam der Dünger daraus werden wird. Also gut,
dann will ich keine Sekunde mehr verschwenden. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen und die Ranke verarbeiten. Vielen Dank für die Hilfe. Es ist genau wie erhofft. Siehst du das? Wie die Nixenkelche sich freuen? Und wenn ich mich nicht irre, höre ich die Wurzeln wachsen. Sicher werden von diesem Dünger auch die anderen Pflanzen hier im Versteck profitieren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Du hast nicht nur geholfen, Sid. Du warst unsere Rettung. Erinnerst du dich noch an den Extrakt, den ich dir gegeben habe? Ich habe mehr davon hergestellt und diesmal die Blätter der gestärkten Nixenkelche darunter gemischt. Und du wirst es nicht glauben, aber die Wirkung hat sich fast verdoppelt. Bitte nimm diese Ampulle als Dank für deine Hilfe. Den Rest werde ich Taya geben. Okay, gut. Ey, wir haben so viele Ruhmpunkte bekommen. Wird zu weiteren Verbesserungen der Wirkung. Okay, gut. Mittel maximal verstärkt. Du hast etwas verstärkten Nixenkelch-Extrakt erhalten, mit dem ab nun die Wirkung der meisten deiner Mittel noch weiter verbessert wird. Sowohl Heiltränke, bla bla bla. Gut. So, jetzt gehen wir und holen unsere Belohnung ab. Und dann kehren wir zu den Metallwerken noch zurück. Wir haben ja noch ein paar Minuten, haben wir noch Zeit. Obwohl die Folge jetzt auch schon wieder lang genug eigentlich ist, aber... Naja gut, komm, wir geben erstmal die Sachen ab und dann schauen wir mal weiter. Dann schauen wir... Warte mal... Ja, da ist tatsächlich noch was Neues, ja, ich wusste es. Lord Rossfield, ich habe von Eastpool gehört, dass einige der Hüter dort ein neues Zuhause schaffen. Für sich und auch für ein paar von Marthas Trägern. Ist das wahr? Es stimmt. Das Dorf wird wieder aufgebaut. Ich erinnere mich gern an Eastpool. Wir haben dort oft meine Tante und meinen Onkel besucht. Sie haben mich verwöhnt, als wäre ich der Sohn, den sie nie hatten. Nach dem Tod meines Onkels bin ich manchmal zu ihr, aber ich hätte es öfter tun sollen. Oscar, ich möchte, dass du Sir Wade beim Wiederaufbau unterstützt. Aber Milord, ich muss noch so viel lernen und könnte unmöglich... Ich hatte dich gewarnt, dass ich streng sein würde, aber so hartherzig bin ich nicht. Geh. Geh zu deiner Tante. Bau ihr Haus wieder auf. Das hätte sie gewollt. Ja, Milord. Danke, Milord. Tja, wir haben ein gutes Herz. Unser eigener Weg. Tut mir leid, dass der Tollpatsch und du in diese alte Geschichte, alten Geschichten aus meiner unrühmlichen Vergangenheit reingezogen wurdet. Dank eurer Einmischung konnte ich aber endlich mit einigen abschließen, dass ich viel zu lange ignoriert hatte. Und jetzt kann ich mich vielleicht einfach zurücklehnen und diese neue Welt genießen, die du unbedingt erschaffen willst. Und all das Gute, um all das Gute zu sehen, das du bewirkt hast und noch bewirken wirst, werde ich sicher nicht beide Augen brauchen. Besser als jede Heilung. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, meinem Entor von seinen Qualen zu erlösen. Entgegen der landläufigen Meinung sind wir Heiler nicht allmächtig. Es ist mir nicht vergönnt, jede Krankheit zu lindern, jede Wunde zu heilen und jedes Leben zu retten. Die einzige Medizin, die einen sicher wieder nach Hause bringt, ist Vorsorge. Aber natürlich wird dieses Wissen keinen von euch davon abhalten, für ein paar Behemoth-Sehnägel sein Leben aufs Spiel zu setzen. Okay, das sind wahrscheinlich alles die Antworten auf die kleinen Nebenmissionen, die ich gemacht habe. Ein Neuanfang, Clive. Ich kann dir gar nicht genug für all das danken, was du für Kielbrück getan hast. Deshalb schicke ich anstelle von steifen Dankesbezeugungen lieber ein paar Fässer unseres neuesten Jahrgangs. Vielleicht bringt ihr dieser euch endlich von jeder schäumenden Plörre ab, der man bei euch
frönt, so gerne frönt. Die Quinnenmission Killbrook, die waren gar nicht so verkehrt. Die waren okay so. Für die Nebenmissionen-Verhältnisse in diesem Spiel. Aber das heißt leider nichts. Die sind leider Medium. So, wenn. Nein. Viele sind nicht mal Medium. Viele sind nicht mal Mittelmaß. Nein, müssen wir ganz ehrlich sein. Viele sind wirklich unterdurchschnittlich schlecht. Das wären schon Standardmissionen bei einem MMO. Und das ist nichts Gutes im Jahre 2023. Und ja, klar, bei den anderen Final Fantasy Teilen, Final Fantasy 15 und so weiter, da waren die Nebenmissionen jetzt auch nicht der Knaller. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht auch das hätte ein bisschen besser machen können. In der heutigen Zeit. Also, das ist halt. Naja. Oder halt einfach rauslassen. Auf der anderen Seite fehlt denn aber auch wieder was. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clark? So. Okay. Das ist erstmal her damit. Ja, her damit. Talisman des Erwachens. Bitte schön. Her damit. Und nicht voll quatschen, bitte. Danke. 1550. Viel Glück da draußen, Sid. Das sollte bestimmt irgendwann noch drin sein, oder? Das kriegen wir bestimmt noch irgendwie zusammen. So. Erhöht die Wirkung von Heiltrinken um 40%. Haben wir genau. Verlängert die Dauer des Effektes von Löwenherz-Tonika um 30%. Wow! Cool! Wow! Oh mein Gott, ey. Nee, einfach nein. Also, die Metallwerke. Verborgen in einer natürlichen Grotte vor Alt-Kanva dienen die Metallwerke als geschützte Koje für Mids bisher größtes Werk. Oh mein Gott, ich glaube, man sieht das Schiff schon. Man sieht das Luftschiff schon. Wisst ihr was? Wir machen hier Schluss. Doch, wir machen hier Schluss und beim nächsten Mal starten wir dann damit direkt durch. Das können wir nochmal kurz abchecken. Vielleicht hat die auch nochmal ein bisschen was zu labern mit uns. Was gibt es heute? Über das seltsame Himmelsphänomen. Es sind nicht nur die Menschen in Valestia, die unter dem Ungleichgewicht des Äthers leiden. Der dunkle Himmel wirft seine Schatten auch auf andere Kreaturen. Eigentlich nicht überraschend. Schließlich sind sie Lebewesen wie wir. Uns unterscheidet nur, dass sie nicht aus Verstand handeln. Ihre Instinkte treiben sie zur Flucht vor etwas, dem sie nicht entkommen können, bis sie dem Wahnsinn und schließlich dem Tod verfallen. Oder unterscheiden wir uns auch darin nicht? Reden wir uns am Ende womöglich nur ein, dass es nicht unsere Instinkte sind, die unser Handeln bestimmen? So betrachtet ist es die Furcht vor etwas, das wir nicht greifen können, die uns dazu treibt, Kriege gegen unseresgleichen zu führen und die hilflose Wut über unser eigenes Land gegen andere zu richten, um sie ebenfalls leiden zu sehen. Wenn das ausmacht, was wir Menschen sind, Clive, sind wir es dann überhaupt wert, gerettet zu werden? Ach, das ist eine gute Frage. Natürlich war ich erschüttert. Über die Shazias Zerstörung. Genau, darum geht es auch. Als ich von die Shazias Zerstörung erfahren habe. Insgeheim hatte ich schon lange befürchtet, dass es eines Tages dazu kommen würde. Schließlich trennte das Dominium nur ein Stück Pergament vom Chaos. Und ich wusste, dass die Unterzeichner des Nichtsangriffspakts sich nur so lange an ihn halten würden, wie er ihnen selbst vom Nutzen wären. Kaiser Sylvains Einmarsch zerfetzte den Pakt und während der Wind die Stücke davon trug, brodelten alte Feindseligkeiten neu auf. Gier und Argwohn haben ihren Preis. Und sobald jene an der Macht ihrem sündhaften Flüstern Gehör schenken, schwillt es zu einem Getöse an, dem selbst die dicksten Mauern der stärksten Zitadelle nicht standhalten könnten. Eine zynische Wendung des Schicksals. Dass ausgerechnet Prinz Dion, der tapferste und aufrichtigste Spieler auf diesem vom Blut besudelten Brett, den vernichtenden Zug ausführte. Erlaube mir, dich aufzuklären. Nee, das brauchst du gar nicht machen. Ich blick da eh nicht durch. So, das können wir nochmal kurz lesen. Die Metallwerke. Eine geheime Werft in einer Grotte am Rand von Canvern. Dank der hohen Klippen und den reißenden Fluten, die ihn umspülen, ist der Ort vor neugierigen Blicken gut geschützt. Hier arbeitet mit Unterstützung aus dem Versteck an der Fertigstellung der Enterprise, einem revolutionären Schiff, das ihr zufolge das schnellste der Welt werden würde. Ob es... kann es... Ja, das ist jetzt eher nicht so interessant. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss. So, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, die Mission für unsere Leute, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, oder? Ja, ohne Witz, der hat doch irgendwie
Jetzt steht doch schief da, oder blick ich, oder hab ich einen Knick in der Optik oder was? Ich weiß nicht. Egal. Freunde, also, danke fürs Zusehen, liken, kommentieren, gerne. Haut rein und tschüss.